Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Exclusive Design. Ja, neuer Tag, altes Projekt. Jo. Was machen wir heute? Den Zweier, glaube ich, weiter, ne? Wir machen den Zweier weiter. Genau. Mit Seite und hinten. Okay, also Seite und hinten ist natürlich für mich ist sehr, das sehr, 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 sehr weit nein, ausgeholt. Nein. Also wir machen die Außenspiegelkappen, genau. Richtig, in Hochglanzschwarz. Passend natürlich zum Auto, Seitenschweller. Ja. Genau, dann gehen wir weiter zum Heck. Genau, die Stoßstange hinten. Genau. Mit speziellen Diffusor. Ja, okay, genau, mit dem entsprechenden Diffusor. Was noch? Heckspoiler, glaube ich, ne? Kofferraumspoiler. Zum Schluss kommt dann noch, zum Abschließenden kommt dann der Heckspoiler auf jeden Fall drauf. Genau. Weil der dann wieder ein bisschen ruhen muss und dann... Genau, genau. Der wird ja logischerweise bei uns in der Regel immer geklebt. Mhm. So wie bei BMW auch. Die machen es ja mit Betalink, glaube ich. Und wir machen es mit unserem eigenen Karosseriekleber. Richtig. Da haben wir unsere eigene Erfahrung mit. Ja, das Ding machen wir natürlich auch noch ab, würde ich sagen. Den Schriftzug können wir auch gerne machen. Genau, ne? Den Schriftzug machen wir noch ab und Auspuffanlage und alles weitere, was da noch offen ist, Felgen, Tieferlegung, Interieur, Lackierung, das kommt alles noch in einem weiteren Video. Genau. Und ja, viel Spaß. Ne? Leg los und ja, bis später. So, dann starten wir heute ziemlich einfach mit den Spiegelkappen. Die werden nämlich nur einfach drauf geflipst. So. Spiegelkappen sind schon mal drauf. Nachdem wir die Spiegelkappen montiert haben, gehen wir jetzt an die Seitenschweller. Dafür müssen wir aber die mitgelieferten Halterungen montieren. Beziehungsweise die alten ausbauen. Das gleiche machen wir jetzt auf dieser Seite. So, für die Montage des Seitenschwellers nehmen wir wieder eine zweite Person dazu. So, das gleiche machen wir auf der Seite natürlich auch. Als nächstes machen wir natürlich die Spreiznähte wieder rein. Der Seitenfußschweller von oben befestigt. Und Leiste wieder drauf. So, damit wäre auch dieser von oben befestigt. Jetzt befestigen wir die Seitenschweller von unten. Dafür werden wir von vorne bis hinten Nieten reinmachen. Die originalen Nieten. Kommen hinten noch zwei Spreiznieten rein.
Das machen wir auf der anderen Seite auch. Der Seitenschüler an sich ist jetzt befestigt. Jetzt werden wir noch die Radhausschalen von unten befestigen. Damit sind wir mit der Seite auch schon fertig. Jetzt begeben wir uns an den Heck des Fahrzeuges, werden die Stoßstangen umbauen und zum Schluss den Heckspoiler noch drauf machen. Bei der alten Stoßstange müssen wir nur die Parksensoren ausbauen. Hier haben wir jetzt die neue Stoßstange. Hier werden wir direkt erstmal die Parksensoren einsetzen. So, als nächstes setzen wir die Reflektoren ein. Als nächstes werden wir den Diffusor verbauen. Dafür werden wir zur Sicherheit abkleben. Nachdem wir abgeklebt haben, setzen wir jetzt den Diffusor ein. Zum Schluss setzen wir noch die Spreiznieten ein. Drehen alles wieder um und entfernen das Klebeband. Damit ist der Umbau der neuen Stoßstangen abgeschlossen. Für die neue Stoßstange müssen wir auch die Halter hinten umbauen. Die werden wir jetzt demontieren. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Jetzt holen wir den neuen Halter und bauen die an.
So, dann gehen wir zur anderen Seite. Nun können wir die Stoßstange montieren und dafür nehme ich wieder meinen Hilfsbock. So, als erstes klipsen wir wieder die Stecker für die Parksensoren ein. Können wir jetzt die Stoßstange montieren. Jetzt werden wir die Schrauben von der Stoßstange anschrauben. Wir fangen an mit der oberen, damit wir die Radtauscher danach befestigen können. Gehen wir auf die andere Seite. Jetzt befestigen wir die Stoßstange noch von unten. Als nächstes setzen wir die Rückleuchten wieder ein. Dafür kleben wir die Kante ab, damit wir die Stoßstange nicht beschädigen. Erst klemmen wir wieder den Stecker an, setzen das Kabel an, versuchen ganz ruhig die Rückleuchte einzubauen. Das war Nummer 1. Das gleiche machen wir hier auf der Seite. Stecker drauf. Kabel ansetzen. So, das war die letzte Mutter. Damit ist die Montage der Heckenstoßstangen abgeschlossen. In der Zwischenzeit sind auch die Flaps für die Seitenschwelle angekommen. Die werden wir jetzt nun montieren. Die werden nur verschraubt. Die anderen beiden Schrauben vorne werden wir gleich befestigen, wenn das Auto wieder auf dem Boden steht. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite auch.
Nachdem wir jetzt die Flaps montiert haben, begeben wir uns an den Heckspoiler. Bevor wir den Heckspoiler montieren können, müssen wir noch einige Vorbereitungen treffen. Unter anderem die Heckklappe reinigen von den alten Kleberesten und den Heckspoiler nachher reinigen. Nach der Reinigung der Heckklappe haben wir uns Markierungen für den Heckspoiler gemacht. Jetzt können wir den Heckspoiler vorbereiten. Da der lackiert ist, müssen wir den Lack ein bisschen anschleifen, dann auch wieder reinigen und dann können wir das 3M-Band montieren. Zur Montage des Heckspoilers nehmen wir eine zweite Person dazu. Jetzt werden wir die Markierung noch abmachen. Dann kann der Heckspoiler ein bisschen ruhen und das 3M-Band richtig anziehen. Damit ist der Seiten- und Heckumbau abgeschlossen. So, Mike, du hast ein bisschen an dem Wagen rumgedoktort. Ja. Ist das richtig? Mache ich ja halt immer, ne? Ja. Bin ja also Autodoktor. Immer Autodoktor. Du bist unser Autodoktor, genau. Ja, du hast, wie ich sehe, die Seitenschweller gemacht. Mhm. Richtig, korrekt? Spiegel, Seitenschweller. Außen die Flaps, die denn gekommen sind. Okay, also das sind die Performance-Flaps. Sehen wirklich extrem brutal aus. Geben natürlich nochmal ein bisschen was her. Ne? Also ja, die verändern aus. Das Fahrzeug also. Schon extrem. Ja, dann gehen wir mal, glaube ich, zum Heck. Mhm. Da ist natürlich mit die größte Veränderung am Fahrzeug. Ja, da haben wir jetzt die Stoßstange ja. und den Heckspoiler erstmal gemacht. Genau, also der hatte ja vorher, falls ihr euch erinnern könnt, den schmalen, originalen M235i-Heckspoiler. Jetzt kriegt er unseren Performance-Heckspoiler. Ja, zur Klappenanlage komme ich gleich noch drauf zurück. Aktuell haben wir halt die original zweiflutige Anlage, beziehungsweise einflutig links und rechts. Das wird im nächsten Video noch angepackt. Und ja, ich glaube, ja, es ist auf jeden Fall rundum gelungen, oder? Ja, ein schickes Auto. Hast du noch irgendwelche Zweifel, dass das nicht ein richtig sexy Biest wird? Ich warte ab, wenn es Ende ist. Du wartest ab, wenn das vorbei ist. Okay, okay. Ja, wir kommen auf jeden Fall im nächsten Video, gehen wir detailliert auf die Lackierung des Daches ein. Also das heißt, es gibt ein Hochland schwarzes Dach in unserer eigenen Lackierkabine. Dann werden die Interieurleisten gemacht. Der Innenraum wird abgeschlossen durch die Firma PS-Sattlerei. Was habe ich noch vergessen? Genau, Tieferlegungsfedern. Fahrwerk und natürlich die Felgen. Dann und zum Schluss dann. Genau, Auspuff. Und zum Schluss kümmern wir uns dann natürlich um einen ganz, ganz wichtigen Schritt und das ist die Auspuffanlage. Ja, und dann ist das Projekt schon so gut wie abgeschlossen. Ja? Freut euch also aufs nächste Video. Wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuschauen. Teilt und liked unsere Beiträge und ja, bis demnächst, euer DM Exclusive Design Team.